Das ist Caribbean Feeling pur, würde ich sagen, an einem der wunderschönen Naturstrände hier Costa Ricas. Das ist hier der öffentliche Strand und ja, wie wir sehen, viel Platz auch hier. Und aber es sind trotzdem einige Menschen hier hinter mir auch im Wasser. Derzeit natürlich die Temperaturen so um die 28 Grad hier, hohe Luftfeuchtigkeit. Und natürlich auch immer mal wieder ein kleiner Schauer dazwischen, weil wir haben ja im Moment noch Regenzeit. Ja, wir sehen jetzt hier auch live, dass auch sogar Wellness Spa möglich ist. Und ich freue mich jetzt ganz spektakulär hier bei einer sogenannten Schokoladenmassage dabei zu sein. Hier wird gerade alles vorbereitet im Hintergrund. Gleich gibt es hier, wie gesagt, eine Schokoladenmassage. Und auch alles das ist während dieser schwierigen Zeit möglich mittlerweile. Auch Touristen, Gäste, die herkommen und jetzt zum Beispiel hier sich eine Schokoladenmassage geben lassen. Also wirklich auch hier. Ja, auch Wellness ist möglich, also mit die Seele baumeln zu lassen in diesen schwierigen Zeiten. Auch das, wie gesagt, hier live vor Ort sehen wir das, wenn man alle Maßnahmen einhält. Und natürlich ist hier dann eine Maskenpflicht erforderlich, aber auch hier vorher Desinfektion, Waschen und so weiter, dann ist auch das möglich. I feel so relaxed, even now my skin feels so soft and hydrated. And I even feel with more energy. Jetzt ein schneller Gruß hier nochmal von der karibischen Küste, bevor es dann schon wieder ja, in die Zivilisation geht und wir diese wunderschönen Momente hinter uns lassen. Und ich glaube, das ist wirklich, kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr auf euch aufpasst, wenn ihr alle Regeln einhaltet, dann ist es das wert, wirklich hier diese schönen Momente auch gerade in dieser schwierigen Zeit zu genießen. Und Urlaub in dieser Zeit ist, glaube ich, auch ein ganz hohes Gut, Reisefreiheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Im Gegenteil, ich fand es genau richtig, auch das zu zeigen, dass das funktioniert im Moment, dass das geht im Moment und dass man auf diese wunderschönen Momente nicht verzichten sollte und das auch nicht verzichten darf.